Hallo liebe Helen, alias Zuckerpüppi 1234. Ich wollte heute eine Videoantwort für dich machen. Es ist so, dass ich heute deinen Paradieso-Look nachgeschminkt habe, den ich ja echt super, super schön finde. Und zwar saß ich am Freitag auf der Arbeit und bin mit dem Handy von meiner Kollegin ins Internet gegangen und habe so geguckt, was meine Abonnenten machen. Und da bin ich auf dein Video gestoßen. Und du bist echt einer meiner Lieblingsgurus. Ich gucke dich echt super, super gerne. Und du machst echt immer super viele schöne Looks. Vielen Dank dafür. Und Tutorials. Und diesmal hat mich der Look sowas von überzeugt, dass ich ihn einfach nachschminken musste. Und zwar meine Kollegin hat gleich mitgeguckt. Und die meinte, dass sie sich auch mit diesem Look und haben beide deinen Paradiesvogel-Look geschminkt. Und zwar fanden wir den echt super schön beide. Wir haben den beide mit der 188er Palette geschminkt. Und ja, wir waren echt heute super überzeugt von dem Look und der ist echt super angekommen. Wir sind ja sowieso immer bunte Vögel sozusagen. Wir schminken uns immer, immer, immer bunt. Und da du ja sagtest, das ist kein Alltagslook, wie du meinst, aber wir sind eigentlich immer so bunt geschminkt. Uns macht das echt gar nichts. Das muss es ja auch geben. So, ich zoome einmal ran. So. So sieht das aus. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen nachgeschminkt bekommen. Ich habe allerdings auf den goldenen Kajal verzichtet. Da hatte ich nur einen mit Glitzer und das Glitzer wollte ich nicht unbedingt im Auge haben. Genau. Dazu habe ich heute noch ein passendes Outfit getragen, das auch ganz schön in grün gehalten ist, passend dazu. Und ja, das habe ich in meinem anderen Video hochgeladen. Und das wollte ich dir jetzt einmal vorführen oder vorstellen, dass ich das nachgeschminkt habe. Und bin eigentlich gespannt, was du dazu sagst, ob es mir gut gelungen ist. Ich hoffe hoffentlich, dass ich das geschafft habe. Vielleicht gefällt es dir ja. Ich würde mich über eine Nachricht von dir freuen. Und ja, wer weiß. Wenn du immer so schöne Videos machst, dann werde ich das bestimmt öfter nachschminken. Also nochmal vielen lieben Dank dafür, dass du immer so schöne Videos machst. Mach weiter so. Und ich mag dich echt voll gerne. Und das meine ich auch wirklich so. Und mach's gut. Tschüss.